Ich begrüße euch mal wieder zu einem weiteren phänomenalen und absolut epischen Karrieremodusrennen hier aus F1 2019. Heute sehen wir den großen Preis von Japan in Suzuka auf der Strecke, die in Form einer 8 angelegt ist und damit ist sie auch die einzige im gesamten Formel 1 Kalender. Wir haben gerade gesehen, in der Fahrerweltmeisterschaft sieht es aktuell noch recht komfortabel für uns aus. Da führen wir die Fahrerweltmeisterschaft an mit 56 Zählern Vorsprung vor dem Teamkollegen Sebastian Vettel. Aber wir wissen, in der heutigen Formel 1 zählt einen Sieg 25 WM-Zähler und daher kann es schnell mal sein, dass sich diese ganze Reihenfolge auch mal verschiebt. Denn wir haben ja in den vergangenen paar Rennen gesehen, dass der Sebastian Vettel auf ultimativ 107 extrem overpowered ist und das haben wir ja nicht nur in meiner Karriere hier bisher feststellen können, sondern das ist ja ein allgemein bekanntes Phänomen, dass die KI bzw. insbesondere halt der direkte Teamkollege, während wir hier fast in der Wand einschlagen im Qualifying, mit vermeintlich dem gleichen Material extrem overpowered ist. Und ja, hier, großer Preis von Suzuka, das ist ja ohnehin eine Strecke, wo die KI extrem stark ist. Da hat ja der gute Kollege TR Limitless schon mal in letzter Zeit, ich glaube vor einem Monat oder so, ein Video gemacht und hat versucht, die KI auf ultimativ 110 hier auf diese Strecke zu schlagen. Und ich glaube, das ist ihm nicht gelungen. Ich habe das Video nicht geguckt, aber ich weiß auf jeden Fall aus der Vergangenheit, dass die KI hier auf dieser Strecke extrem overpowered ist. Also das ist mit eine der schwierigsten Strecken, was die KI angeht. Und ich glaube, hier und heute ist es ultimativ 107, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sehen, aktuell reicht die schnellste fliegende Runde für einen 18. Platz und es ist natürlich zu wenig. Und deswegen musste ich hier nochmal rausgehen auf eine zweite fliegende Runde in Q1. Und das kommt ja nicht so oft vor, aber ja, in den vergangenen paar Rennen hat sich echt abgezeichnet, dass wir in Sachen Qualifying ein bisschen nachgelassen haben oder die KI einfach überproportional stärker geworden ist. Nichtsdestotrotz muss jetzt hier die alles entscheidende Runde alles wieder rausreißen. Ansonsten wäre das, ja, das Aus hier in Q1 und das wäre natürlich zu wenig. Insbesondere dann, wenn man einen Fahrerweltmeisterschaftstitel vor Augen hat, aber halt noch nicht in trockenen Tüchern. Und deswegen schauen wir noch mal, was jetzt hier am Ende der Runde für eine Zeit rauskommt. 130 R-Kurve, natürlich Vollgas, jetzt geht es in die letzte Bremszone rein, kurz seit dem 100-Meter-Schild runter in den zweiten Gang Kurve und Scheitel. Hier auch wieder leichte Unsicherheit beim Bremsen, hätte man ein bisschen aggressiver attackieren können. Wir sehen nichtsdestotrotz 4,5 Sekunden positives Delta, wo bleibt die Zeit stehen? Und es ist die 1,26,7 und damit scheiden wir aus in Q1. Alter Verwalter, 1,26,7 ausgeschieden in Q1. Das ist doch mal absolut lächerlich. Tja, ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass ich da noch viel mehr hätte rausholen können. Wir sehen hier mal die Zeit vom Vettel, eine 7, eine 4, eine 0 fährt der. Wir fahren eine 6, also im ersten Sektor gerade mal eine Sekunde verloren. Dann eine 38,9 und eine 16,1 im letzten Sektor. Und ja, weil das wirklich mich so schockiert hat, habe ich mir gedacht, komm, will ich mal nicht so sein und stelle im Rennen mal auf ultimativ 106 runter, denn alles andere wäre, glaube ich, absolut clownmäßig gewesen. Und wir sehen, diese Zeit, die der Vettel rausgehauen hat, die ist einfach mal schneller als der Weltrekord auf den Leaderboards, alles klar. So, großer Preis von Suzuka, wir starten von einem 18. Platz. Los geht's, wir starten auf den Medium-Reifen, wir sehen der Gasly links vor uns auf den Soft-Reifen, trotzdem erwischen wir einen ganz ordentlichen Start. Schauen wir nochmal, was hier in Turn 1 los ist. Wir versuchen auf der rechten Seite uns positionieren gegen den Gasly, um mir vielleicht schon die eine Position gut zu machen. Gegen den Franzosen, wir sehen hier, der Exit ist da besser von den Kollegen im Red Bull-Diensten. Und so gesehen konnten wir keine Position direkt am Start gewinnen. Wir sehen nur, die beiden Haas-Piloten sind hinter uns, also wir sind momentan das drittletzte auf der Strecke. So, wir sehen hier auf der Außenseite leicht das Gras touchiert, wir haben es gerade gesehen. Jetzt hier Rad an Rad neben den Gasly in die Haarnadelkurve rein und wir sehen, da können wir auch deutlich später bremsen, weil die KI da wieder Opfer des allzu bekannten Ziehharmonika-Effekts wird. Und dadurch machen wir jetzt gerade mal zwei Positionen gut. Insbesondere auch gegen den Kollegen Stroll im Alpha. So, wir sehen Fett Overtake. Den Stroll scheint aber doch eine höhere Speed zu haben hier auf der Geraden, was sehr überraschend ist. Auf jeden Fall mal den Einlenkpunkt verpasst für die 130R-Kurve. Da kriegen wir eine berechtigte Verwarnung. Wobei das auch nicht mal wirklich Zeit gekostet hat. Aber wir sehen, wir müssen uns auch hier schon in Runde 1 ganz schön strecken.
KI auf Ultimativ 106 scheint in Suzuka auch absolut kein Freifahrtschein zu sein. Das haben wir im Qualifying auf Ultimativ 107 schon gesehen. Und ich wollte an dieser Stelle des Videos absolut nicht unerwähnt lassen, dass das letzte Video auch wieder extrem gut bei euch angekommen ist. Das hat nämlich Stand heute über 350 Daumen nach oben erreicht und das hat mich natürlich mega gefreut. Zeigt mir auf jeden Fall, dass ihr Bock auf die Karriere habt und das in Zukunft auch weiterhin beibehalten wollt. Obwohl ich aktuell so ein paar Struggles habe, wir sehen es aber erstmal hier auf der Außenseite, wir gehen in Ricardo, reicht das hier? Wir sehen, Ricardo räumt die beiden Pöller ab und hält seinen Renault noch davor. Ich wollte gerade sagen, ich habe aktuell so ein bisschen Struggle, denn ich habe jetzt mit dieser Throwback Series angefangen und die macht mir ehrlich gesagt aktuell sogar mehr Spaß als F1 2019. Und ich weiß gar nicht, ob das gut oder eher schlecht ist. Aber ich finde, F1 2012 ist einfach so ein geiles Spiel. So, jetzt hier auf der Außenseite reicht es vor der Spoon Corner an Ricardo vorbeizukommen. Und wer von euch jetzt vielleicht noch nicht weiß, um was es sich bei der F1 Throwback Series handelt, da habe ich euch jetzt oben rechts in der Infokarte mal ein Video zu verlinken. Gerne mal reinschauen. Da geht es darum, ja, F1 2012 in diesem Fall zu zocken, beziehungsweise halt zurückzugehen zu vor 8 Jahren, also zum Jahr 2012, 2013, und dann nochmal zu gucken, wie F1 2012 gewesen ist und insbesondere, welche Strecken es damals gegeben hat und auf welche Strecken die Formel 1 heutzutage verzichtet hat. Er versucht sich hier zu verteidigen mit einem absolut seltsamen Move und lenkt hier einfach mal ein, sodass wir da fast weggekegelt werden. Jetzt Rad mit dem Hülkenberg durch die S-Kombination. Geht das gut mit der KI auf Ultimativ 106 und es scheint zu klappen. Das war jetzt auf jeden Fall ziemlich haarig und wie gesagt, der Hülkenberg hat da einen absolut fragwürdigen Move in Turn 1 gemacht. Also hat er absolut nicht das Schwarz unter Fingernagel gegönnt. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt auf P14, also nach 4 Runden gerade mal 4 Positionen gewonnen. Und jetzt sind wir rangekommen an den Russell, der in der Zwischenzeit im Mercedes unterwegs ist. Hat also im Laufe der Karriere, im Laufe dieser zweiten Saison mit dem Ferrari die Tapete gewechselt. So, versucht es gegen den Norris. Und wir sehen, alter Schwede. Holy shit, okay, rest in peace, Russell. Das war jetzt wirklich ein absolut, absolut zwielichtiges Manöver. Da hat sich der Red Bull-Pilot aber mal überhaupt nicht von der Ruhe bringen lassen und geht da einfach komplett auf Scheitel. Tja, so gesehen, eine Position geschenkt gekriegt. Versuchen es hier auf der Außenseite gegen den eben benannten Norris und wir sehen Rad an Rad durch die letzte Kurvenpassage und es reicht, um vorbeizukommen am Red Bull-Piloten. Richtig nices Manöver an dieser Stelle. So, wir springen zur Runde 8 von 27. Wir haben jetzt gerade mal, ja, nicht einmal 30% dieses Rennens gesehen. Oder doch, 30% des Rennens haben wir gesehen. Jetzt haben wir 33% des Rennens gesehen. 33,3 Periode-Prozent des Rennens gesehen, denn 3x9 sind 27. So, wir sehen viele Fahrzeuge jetzt schon an der Boxengasse gewesen. Wir bleiben natürlich noch draußen mit den Mediums. Die halten noch ein bisschen. Wir können jetzt auf jeden Fall doch schon ein bisschen profitieren von diesem Gekämpfe der KI. Der Ferrari liegt natürlich wie eine 1. Nicht so wie der Haas in meiner Online-Meisterschaft. Da habe ich wirklich riesige Schwierigkeiten mit. Und jetzt im Nachhinein bereue ich es sogar, dass ich da mich für den Haas entschieden habe. Ich hätte, glaube ich, doch lieber mal den Renault genommen, aber ich meine, wir haben ja eh nur noch 2 Rennen zu fahren, von daher passt das. Und wir sehen, wir haben uns rangekämpft an den Kimi Räikkönen im Alpha. Jetzt hier vielleicht mit einem besseren Topspeed. Wir sehen leichte Berührung mit dem linken Hinterrad vom Räikkönen. Ja, das war grenzwertig, würde ich mal sagen, aber vielleicht noch ein Racing Incident. Auf jeden Fall die Lücke genutzt, da wo sie war. Und wir kommen vorbei. Sie mit Windschatten am
Leclerc rangesaugt im McLaren und wir sehen, Leclerc bremst deutlich später. Kann da die 8. Position noch verteidigen und wir sehen viele Fahrzeuge jetzt auch an der Boxengasse. Jetzt haben wir aber einen guten Run auf den Leclerc mit Overtake Fett. Hat aber leider DRS, so können wir da nicht wirklich von profitieren. Jetzt sind die gleiche Aktion wie gegen den Hülkenberg und wir sehen, der Leclerc hält eiskalt die Kampflinie, beziehungsweise die Ideallinie. Und da hätten wir uns jetzt fast weggedreht. Da wäre um Haaresbreite dieses wirklich bisher gut verlaufene Rennen zu einem Katastrophenrennen geworden. Wir sehen aber eine Runde später, Leclerc geht jetzt auch an die Boxengasse. Okay, gap ahead is 1.8 seconds. Und wir übernehmen zum ersten Mal die Führung hier beim großen Preis von Suzuka im Land der aufgehenden Sonne. Endlich mal wieder ein paar Führungskilometer. Springen wir direkt mal zur Runde 16 von 27. Wir sehen Vettel, Lila und der linke Zeit momentan auf der 2. Position, hat den Abstand massiv zufahren können. Wir sehen es unten links an der Karte. Der ist jetzt schon ja extrem nah dran, ist natürlich unmittelbar, nachdem wir an die Boxengasse gefahren sind, vorbeigekommen. Und wir kommen wieder auf die Strecke auf einem 6. Platz vor dem Leclerc, was sehr überraschend ist, denn er hat ja eigentlich einen Undercut gehabt, aber hat er möglicherweise auch im Verkehr gesteckt, man weiß es nicht. Wir sehen der Bottas vor uns auf den harten Reifen unterwegs, ganz kuriose Strategie mal wieder. Das haben wir schon mehrfach in dieser Saison gesehen, dass die KI dann nicht immer zu 100% die perfekte Wahl trifft. Wir sehen hier deutlicher Geschwindigkeitsüberschuss, aber es reicht noch nicht ganz, um hier an Bottas vorbeizugehen. So, jetzt hier Windschatten rangesaugt, Fett und Overtake und es reicht am Ende der Geraden vor der 130R hier vorbeizukommen an Bottas. Und wir kommen vor auf die 5. Position. Und das ist Stand jetzt schon mal eine extrem gute Aufholjagd, absolute Schadensbegrenzung. Wenn jetzt hier noch ein bisschen mehr rausspringen würde, oh, sogar Lila unterlegte Zeit im 3. Sektor. Wenn jetzt hier sogar noch ein bisschen mehr rausspringen würde, dann wäre das sogar mehr als Schadensbegrenzung. Und wir sehen Runde 22 von 27, wir sind rangekommen an den Weber, der seinerseits auch auf den Harten unterwegs ist. Hat hier natürlich eine deutlich langsamere Pace als wir hier mit den Softreifen, das ist ganz klar. Und deswegen konnten wir innerhalb der letzten Runden auch den Abstand kontinuierlich zufahren. Schauen wir nochmal, wo wir uns den Weber zurechtlegen können. Sollte auf jeden Fall absolut machbar sein, diese Aufgabe. Wir sehen auch hier, Weber fährt schon leicht Kampflinie auf die Spoon Corner zu. Was eigentlich unnötig gewesen ist, denn wir waren ja noch gar nicht nah genug dran. Jetzt aber hier vielleicht gleiche Möglichkeit wie eben gegen den Bottas. Und wir sehen, es reicht, um vorbeizugehen. Und damit haben wir gerade unsere Punkteausbeute von 10 Zählern auf 12 Zähler erhöht. Und wir sehen den Abstand nach vorne, 6,4 Sekunden. Und der Perez, der hatte auch die richtige Strategie gewählt, ist natürlich dann auch auf die Mediums gegangen. Eigentlich das, was man normalerweise hätte tun müssen. Denn Suzuka ist eine ganz klare Soft-Medium-Strecke. Und damit kommen wir über die Linie und wir sichern uns einen 4. Platz. Und ja, das war meiner Meinung nach vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir von P18 gestartet sind. Absolut Schadensbegrenzung, mehr war hier und heute nicht drinnen. Und ja, ich bin auch sehr zufrieden gewesen mit diesem Rennen. Hab mir ein einigermaßen fehlerfreies Rennen erlaubt. Und ja, unterm Strich, wie gesagt, ein zufriedenstellender Grand Prix. Ich hoffe, ihr seht das auch so und lasst diesem Video einen Daumen nach oben da. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Hier sehen wir nochmal kurz, dass der Vettel dann doch unterm Strich ein Ticken schneller war. Aber wir haben ja im Qualifying bereits festgestellt, dass sich das eigentlich schon abgezeichnet hat. Und am Ende des Videos, ja, entwickeln wir nochmal kurz hier was im Bereich Antrieb, sodass wir auch in Sachen Antrieb in den nächsten paar Rennen, die ja durchaus Highspeed-Strecken sind, nicht ins Hintertreffen geraten. Vettel verringert seinen Abstand auf 44 WM-Punkte. Die WM bleibt nach wie vor spannend. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, falls euch dieses Video gefallen haben sollte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!